Immer wenn ich unter einem meiner Videos gefragt wurde, was Wimpern ich trage, waren es MAC-Lashes. Deswegen möchte ich heute mal mit euch über genau diese Wimpern sprechen. Außerdem zeige ich euch ein Lookbook mit allen Varianten, die ich besitze, damit ihr euch eine Übersicht machen könnt, was es so für Varianten davon gibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video. Dieses Video ist zwar als Dauerwerbesendung gekennzeichnet, jedoch ist das nicht in Zusammenarbeit mit MAC-Lashes entstanden. Ich würde es mir wünschen, ich habe alle von diesen Wimpern selber gekauft und das ist wirklich eine Herzensempfehlung, weil ich momentan echt nur noch die MAC-Lashes benutze. MAC-Lashes sind sogar handgemachte Wimpern aus Berlin. Und die Mädels, die sich die Wimpern ausgedacht haben, hatten das Problem, dass sie sich immer Wimpernverlängerungen gemacht haben und die eigenen Wimpern extrem darunter gelitten haben. Die MAC-Lashes halten mit oberen und unteren Magneten, weshalb auch kein Eyeliner dafür notwendig ist, der irgendwie magnetisch ist oder so in der Richtung. Und der wahrscheinlich größte Vorteil ist, dass ihr keinen Kleber an euren Wimpern hängen habt. Wenn ihr ein bisschen Übung darin habt, die anzubringen, seid ihr damit wahrscheinlich noch schneller, als wenn ihr eure Wimpern aufkleben würdet. Und ihr könnt das theoretisch jeden Tag machen, ohne dass eure eigenen Wimpern leiden. Falls euch genauso wie mir wichtig ist, dass eure Wimpern vegan sind, solltet ihr bei der Benennung der Varianten auf das V achten. Beziehungsweise alle Varianten, die es schon mal gab bei MAC-Lashes, die sie jetzt auch noch in vegan rausgebracht haben, haben jetzt eine vegane Kennzeichnung mit dem V bekommen. Ausnahmen dazu sind die Varianten Coco, Nude und Berry, die schon von vornherein vegan waren. Es gibt eine sehr ähnliche Variante zu Berry namens Blueberry, da sind so ein paar blaue Wimpern noch mit eingearbeitet. Und mittlerweile gibt es auch eine braune Variante namens Mocha. Und auch diese beiden Varianten sind vegan, auch wenn das V eben nicht in dem Namen mit drin steckt. Was ihr wissen solltet, ist, dass die veganen Varianten ein bisschen empfindlicher sind als die anderen. Aber wenn ihr die gut behandelt, halten die auch gut und gerne 2 oder 3 Monate oder sogar noch länger. Bei vielen Varianten könnt ihr außerdem wählen, wie lang die Wimpern sein sollen. Denn durch die Magnete kann man sie natürlich nicht abschneiden und kürzen. Ich habe alle Varianten in der Länge M. Und meistens ist es so, wenn ich mir Wimpern kaufe, dann muss ich ein ganz kleines bisschen abschneiden bei den Klebewimpern. Falls ihr also bei ganz normalen Klebewimpern normalerweise nichts abschneidet, würde ich euch eine L empfehlen. Falls ihr viel abschneidet, eine S. Aber wenn ihr nur so ein bisschen abschneidet, ich sag mal so 2-3 mm, dann könnte die M für euch genauso gut passen wie für mich. In meinem Besitz befinden sich genau 4 Varianten, die alle vegan sind. Ich habe zum einen die Variante Berry. Das sind die unauffälligsten von denen, die ich besitze. Und die haben einen Cat-Eye-Stil. Das bedeutet, die sind im äußeren Augenwinkel deutlich länger als im inneren Augenwinkel. Ich würde sagen, bei denen fällt definitiv auf, dass man Wimpern trägt, aber sie sind deutlich unauffälliger als die kommenden Varianten, die ich euch jetzt zeigen werde. Das wäre zum Beispiel die Variante Honey, das ist auch die, die ich jetzt gerade drauf habe. Auch die hat einen Cat-Eye-Stil, sodass sie außen länger ist als innen, aber die sind nochmal deutlich länger und auffälliger als die Variante Berry. Außerdem sind die Wimpern so ein bisschen überkreuzt angebracht. Dann besitze ich einen Klassiker von MAC-Lashes und zwar die Variante Beauty. Das ist eine Doll-Eye-Wimper, das bedeutet, die ist innen bis außen relativ gleich lang. Und das ist die normale Beauty-Variante, das bedeutet, das ist die längste der Varianten. Es gibt zum Beispiel auch Beauty Nummer 2, die sieht exakt genauso aus, die ist auch vom Schwung sehr ähnlich, hat aber einfach etwas kürzere Wimpern. Falls euch das also einfach zu heftig ist, die Optik aber gefällt, ist vielleicht Beauty Nummer 2 eine Variante für euch. Wenn ihr es wiederum noch ein bisschen auffälliger wollt, kann ich euch die Variante Coco empfehlen. Die ist nochmal deutlich dichter. Und ist wirklich sehr dramatisch vom Look. Ich finde schon, dass sie mich so ein bisschen an die Beauty erinnert, auch wenn die Coco im inneren Augenwinkel noch mal ein bisschen kürzer ist, also auch eher in eine Cat-Eye-Richtung geht. Wobei es vielleicht schon fast so eine Mischung aus beidem ist, weil sie auch im inneren Augenwinkel noch relativ lang ist. Das ist aber auf jeden Fall eine der auffälligsten Varianten, die MAC-Lashes im Angebot hat. Dann schon zum Anbringen. Beim Entnehmen aus der Packung solltet ihr vorsichtig sein, dass ihr die Wimpern nicht an den Wimpern rauszieht, sondern eben versucht, das Band zu greifen und seitlich aus der Packung rauszuziehen. So habt ihr viel länger was von euren Wimpern und ihr neigt eben nicht dazu, die Wimpern in dem Bändchen zu lockern. Vor allem bei den synthetischen Varianten ist das besonders wichtig. Für das Anbringen der Wimpern bietet sich eine Pinzette an. Und dann müsst ihr jetzt ausprobieren, ob ihr mit den ganz normalen Metallpinzetten klarkommt, denn die sind magnetisch und es könnte sein, dass die Minimax an euren Pinzetten eben haften und ihr sie gar nicht erst an euren Wimpernkranz dran bekommt. Falls ihr das Problem habt, kann ich euch empfehlen, eine Kunststoffpinzette zu benutzen, die eben nicht magnetisch ist. Weil ich aber ein bisschen tollpatschig bin, lasse ich auch ganz gerne mal einen Minimac fallen und meistens hatte ich Glück und er fällt direkt auf die Pinzette drauf und er geht so nicht so schnell verloren. Das heißt, ich komme mit magnetischen Pinzetten in der Regel besser klar. Und wenn man die Minimax ganz weit weg vom Magneten festhält, dann hat man eigentlich auch nicht das Problem, dass die eher an der Pinzette haften. Es gibt mehrere Varianten, wie ihr eure MAC-Lashes anbringen könnt. Ich habe alle Varianten irgendwie mal durchprobiert und bin dann bei folgender Variante hängen geblieben.
Und zwar nehme ich mir meinen Mini-Mac und halte den im inneren Bereich des Auges unter die Wimpern drunter. Und dann nehme ich mit der freien Hand den Wimpernkranz und lege ihn obendrauf, solange bis die Magneten aneinander haften. Als zweiten Schritt bringe ich dann das Band auf Zug und lege dann den Mini-Mac von unten dran, um dann das Band an genau dieser Stelle zu fixieren. Genauso gut kann es für euch besser funktionieren, wenn ihr eure Wimpern außen anlegt, dass ihr sie eben nicht am Ende zu weit außen habt und erstmal dort die Wimpern festmacht. Das müsst ihr erstmal ausprobieren und bei mir hat das auch erstmal ein paar Tage gedauert, bis ich das raus hatte, wie es für mich am besten funktioniert. Entwickelt am besten eure eigene Technik, denn auch jedes Auge ist ja so ein bisschen anders geformt. Ihr habt vielleicht unterschiedlich Platz, seid Linkshänder oder Rechtshänder und je nachdem könnt ihr da mal so ein bisschen rumspielen und rumprobieren und gebt bitte nicht zu früh auf. Auch bei mir hat es sicherlich ein paar Tage gedauert, bis ich den Dreh mit den Wimpern raus hatte. Und ihr werdet auch mit der Zeit immer schneller, je öfter ihr übt und ausprobiert. Außerdem, je öfter ihr eure Wimpern tragt, umso eher werden sie sich eurem eigenen Auge anpassen. Das Band wird so ein bisschen weicher. Und vielleicht habt ihr am Anfang das Problem, dass ihr noch so einen kleinen Abstand hier vor allem in der Mitte seht von euren eigenen Wimpern zu den falschen Wimpern. Und auch das wird sich geben, je öfter und je länger ihr sie tragt. Die müssen so ein bisschen warm werden, sich in euer Auge anpassen und erstmal einfach so ein bisschen rund werden. Was ihr mit euren eigenen Wimpern darunter macht, müsst ihr selber entscheiden. Für mich funktioniert es nicht so gut, sie zu tuschen, denn die schwarzen Wimpern zeigen bei mir relativ gerade nach unten und dann sieht man das sehr stark, dass da eben so eine Lücke ist zwischen den beiden. Bei mir halten die MAC Lashes auch genauso gut, wenn ich meine Wimpern gar nicht getuscht habe. Aber insbesondere, wenn ihr sehr, sehr, sehr feine Wimpern habt, kann es hilfreich sein, eure eigenen Wimpern zu tuschen. Denn so haben die Magneten so ein bisschen mehr Platz, woran sie haften können. Und es ist insgesamt einfach so ein bisschen stabiler. Ganz ehrlich, wer geht schon so dicht an eure Augen ran, um zu gucken, ob sich die MAC Lashes und eure eigenen Wimpern verbunden haben? In der Regel ist das nur der Partner und den wird es wahrscheinlich auch nicht auffallen. Außer ihr habt einen sehr aufmerksamen Partner. Wenn ihr die MAC Lashes wieder entfernen wollt, geht das genauso einfach wie das Dranmachen. Auch hier ist es wieder wichtig, die Wimpern nicht einfach runterzureißen. Und zwar geht ihr jetzt an den äußeren Wimpernrand mit euren Fingern und drückt diese Magneten voneinander weg. Dann sollten die Wimpern außen schon mal lose sein und innen macht ihr das dann genau andersrum und drückt den Mini-MAC Richtung Nase. Zur Aufbewahrung könnt ihr dann natürlich wieder die Packung nehmen, in denen die MAC Lashes gekommen sind. Da ist es vielleicht so, dass sie dann eher wieder gerade werden und bleiben. Das Band bleibt zwar weich. Falls ihr aber einen Heizkörper habt zum Beispiel, der nicht an ist, das ist ganz wichtig, der muss immer kalt sein, könnt ihr eure MAC Lashes da so drumherum wickeln, um die schon mal so ein bisschen in Form zu bringen. Das kann insbesondere am Anfang sehr hilfreich sein. Falls ihr aber nicht sicherstellen könnt, dass das immer kalt ist, bewahrt sie wirklich lieber in der Packung auf, nicht dass sie euch gleich am Anfang schon kaputt gehen. Das wäre sehr ärgerlich. Falls eure MAC Lashes dreckig geworden sind, weil zum Beispiel Lidschatten, Mascara oder Glitzer oder sonst was dran hängt, dann könnt ihr die natürlich auch sauber machen. Ich würde das Ganze erstmal mit einem Wattestäbchen probieren und so gut es geht vorsichtig drüber tupfen und eventuell reiben. Und wenn das nichts bringt, würde ich dann mit Wasser erstmal rangehen. Versucht, solange es irgendwie geht, zu vermeiden, da mit Make-up-Entferner dran zu gehen. Denn das würde die Haltbarkeit sehr einschränken. Aber falls es nicht anders geht, kann ich verstehen, dass man dann doch in letzter Instanz eventuell einen ölfreien Make-up-Entferner braucht, um dann doch noch Make-up-Reste davon herunterzubekommen. Aber ganz ehrlich, meine waren bisher nie so dreckig, als dass das mit Wasser nicht einfach runtergegangen wäre. Das klappt in den meisten Fällen sehr gut mit dem Wattestäbchen. Wenn ihr eure MAC Lashes pfleglich behandelt, werden sie wahrscheinlich eher nicht kaputt gehen, sondern was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass der Schwung verloren geht und dass sie so ein bisschen, ich sag mal, plüschig werden, die Wimpern in alle möglichen Richtungen stehen. Ich zeige euch das mal hier mit meinem alten Paar der Beauties. Meine Beauties haben quasi keine Haare verloren, aber ihr seht, die stehen wild in alle Richtungen. Die sind wirklich plüschig geworden. Der Schwung ist auch witzigerweise noch erhalten geblieben. Die haben sich eher sogar gekräuselt, vielleicht weil sie sogar zu warm geworden sind. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ob euch das dann noch gefällt, die Optik ist persönliche Geschmackssache. Die Beauties, die ich euch hier gerade zum Vergleich gezeigt hatte, habe ich mir schon gekauft, bevor ich vegan geworden bin. Das heißt, das ist über 3 Jahre her und die sehen immer noch okay aus. Ich habe sie auch ehrlich gesagt nicht täglich getragen, aber ich finde, daran kann man sehr gut sehen, dass die bei guter Pflege deutlich länger halten als das, was auf der Website von MAC Lashes angegeben ist. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Falls das der Fall ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Hier unten rechts verlinke ich euch meinen Kanal, damit ihr keine weiteren meiner Videos verpasst. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts noch ein Video, wo ich euch erklärt habe, wie man die ganz normalen Wimpern ankleben kann.
Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.